doch unglaublich. Was ist unglaublich, Bulma? Give me a break. Ist das nicht offensichtlich? Wir sind in der absoluten Pampa. Ist das denn schlimm? Hey, now! Ja, hier ist meilenweit kein Material. Anders gesagt, jemand muss suchen gehen. Son Gohan muss unbedingt schnell zum Oberältesten. Also? Egoistische Bulma. Ja, das ist sie wirklich. Alles okay. Wir schaffen das, wenn wir uns beeilen. Stimmt wohl. Immerhin braucht Bulma etwas, womit sie arbeiten kann. Wir holen dein Zeug. Was brauchst du? Ich bin froh, dass Son Gohan dich zur Vernunft bringen konnte. Holt mir Aeon Weißfischflosse und Eisenerz. Okay. Dauert nicht lang. Da du es erwähnst, ist es eigentlich Spoiler-Keks. Hey! Also Eisenerz habe ich genug. Ich brauche nur Alien-Weißfischflosse. Ich schalte das nicht voll aus. Ist so besser so. Gut, das ist nicht den ich brauche. I did my best. Weißfischleber. All right, I actually caught a fish. I'll do what I can. Na, wer beißt zuerst an? Yeah, I'm happy with that. Warum sind da immer nur große Fische drin? Yay, I caught one. Ich glaube, ich habe jetzt alles eigentlich, ne? Ich habe gerade zwei Haken gesehen. Egal, ich angel mal trotzdem weiter. Dann habe ich auch noch was zu essen. Alright. Yay! I did my best. Alright. Ja, okay, ich habe alles. So, Bulma. Bitteschön. What? Hi! So, hast du all deine Materialien. Gripsbrot. Möchte ich gerne mal in den Chat ver... Ich sag euch, wenn wieder was fehlt. Wir sind kein Lieferservice, weißt du? Oh, Lieferservice wäre jetzt cool. Everything turned out okay. Fies. Ja, klar. Muss auch mal fies sein. Ab und zu. Oh, ups, das wollte ich jetzt nicht. Ey, wir sind voll intolerant. Mit den Emote dazu, nice. Ich hab einen schlauen Hut und der denkt für mich. Ich
nicht ganz lieb sein. Genau. Alienfrau. In der Tat, hier ist es so friedlich und ruhig. Mir gefällt es wirklich. Ah ja. Was macht ihr hier? Striker Cosplay, dankeschön für den Raid. Dankeschön. Wie geht es euch? Was habt ihr gezockt? Warum hast du ihn nie auf? Wow. Guck mal, Vapo, das Sub-Badge und das Päckchen da passen von der Farbe her gut zusammen. Hallo Striker, danke nochmal für den Raid. Das ist sehr, sehr lieb. Habt ihr auch Dragon Ball gezockt? Hey! Endlich treffen wir diese Namekianer. Warte mal, was? Wir sind keine. Auch Dragon Ball, ja? Sehr schön. Sehr schön. Macht echt Spaß. Freut mich auch, dass viele im Moment wieder so die Dragon Ball-Feelings bekommen von damals. So diese Nostalgie einfach. Ist so gut. Es macht. Ich bin sehr beeindruckt. Ich war ein bisschen skeptisch, aber jetzt nicht mehr. Es macht echt mega, mega viel Spaß. Nostalgie, ja. So, bei manchen Kämpfen habe ich schon wieder richtig Gänsehaut bekommen. No. Nein, wir sind keine. Vergiss es, Son Gohan. Es hat keinen Zweck, mit denen zu reden. Die sind in ihrer eigenen kleinen Welt. Wir machen eine Tour des Universums. Das ist Planet Nummer 2432, den wir besuchen. Wow. Auf dem Planeten, die wir besuchen, sehen wir normalerweise keine Lebensform. Aber wenn wir doch welche begegnen, bitten wir sie immer, uns herumzuführen. Also könntet ihr zwei uns vielleicht alles zeigen? Wow. Diese Nebenquest ist klasse. What the fuck? Ja, ihr solltet diesen Planeten lieber verlassen. Es sind gerade ein paar echt gefährliche Typen hier. Ach, beim Reisen gehört die Gefahr dazu, wenn man Spaß haben will. So ist es. Ich finde, diese Reise ist gerade etwas aufregender geworden. Let's see. What? Zwecklos, sie hören einfach nicht auf uns. Aber ich bin schon beeindruckt, dass Freezer und seine Schläger die beiden noch nicht gefunden haben. Vielleicht ist ihre Ki zu schwach, um erfasst zu werden. Ich kann es schon jetzt nicht mehr lesen. Ich wusste auch die ganze Zeit nicht, dass sie hier waren. No. Jetzt aber mal im Ernst. Ihr zwei müsst hier weg. Die Typen hier sind gemeingefährlich. Es klingt, als ob ihr ziemlich viel zu tun habt. Das ist echt schade. Aber Schatz, zu zweit werden wir lange brauchen, um das zu finden, wonach wir suchen. Allerdings. Was sucht ihr denn? Etwas, das Mariestein genannt wird. Was ist das? Das ist ein wertvoller Edelstein, den man nur hier auf Namek finden kann. Laut Edelsteine des Universums nach Rang ist er auf Platz 19 der seltensten Edelsteine im Universum. Heißt das, weil ihr deswegen den ganzen weiten Weg hergekommen seid, geht ihr erst, wenn ihr ihn gefunden habt? Genau. Was sollen wir tun? Was können wir tun? Wir können sie nicht einfach hier lassen. Was, wenn wir ihn finden und zu ihnen bringen? Na toll. Touristen in Schwierigkeiten. Die sind eher gierig. Die wollen Edelsteine. Man sieht es auch. Ihre Halskette, der Ring, der hat auch so einen krassen Ring um und Halskette und alles. Ja, ja. Wir helfen euch, den Edelstein zu finden. Wirklich? Ach, das ist wirklich hilfsbereit. Bonzen, ja. Was für ein Glück, dass uns nette Namekianer über den Weg gelaufen sind, Schatz. Wir wollen Loot, ja, ja. Natürlich, wir wollen auf unserer Reise noch viele andere Planeten besuchen. Ja. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo wir diesen Mariestein finden können? Das Radar auf unserem Schiff zeigt, dass es hier in den Bergen in der Nähe sein sollte. Mehr wissen wir nicht. Hier in diesem Gebiet? Okay, auf geht's. Toll. Die Gierschlunde, soll ich jetzt hier Sachen suchen? Let's get some grub. Hat wieder Hunger.
Wir haben doch mehr Glück als Verstand. Ja, ich glaube auch. Much power is Vegeta hidden inside me? Well, this is all the power that I had. I think I can handle this. Na, kriegst mich? Kriegst mich? I think I can handle this. Ach komm her, das ist ja ätzend. Hä, wo ist denn der jetzt? Dann nicht. Viel Spaß beim Suchen, ja. I think I can handle this. Echt toll. Muss ich ihren Scheiß hier suchen? Buddy, you're in for a real challenge. Well, I won. Barely. Okay, ich lese mal schneller. Wow. Ja, ich hab zuerst gelootet, genau. Ja, Son Gohan, wir wissen Bescheid. I think I can handle this. Schade, ich dachte, ich kann hier rammen. Haut ab! You're ready for a real challenge. So, jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe schauen. Nervenzwerge. Wo soll denn das sein? Liz, I think I can handle this. Sei ruhig. Nein. Nicht du auch noch. Hallo, Kabukman. Na? Ich finde hier gerade nichts. Vielleicht bin ich auch blind, das kann auch sein. Du hast ihn auch gerade gesucht. Ich finde den gerade nicht. Durch Zufall gefunden, ernsthaft? Mir wird hier aber auch nichts angezeigt, ne? Wenn ich alles kaputt mache, vielleicht finde ich den dann. Er weiß. Hat da nicht gerade was geleuchtet? Ja. Wow, das war jetzt auch noch wirklich die Lösung, alles kaputt machen. Gut, ich hab's schon. Kaputt machen ist richtig, ja.
Also im Berg, genau. Was machen denn zwei Deppen wie ihr hier? Hätte nicht gedacht, dass hier draußen Touristen rumlaufen. In eurer Haut will ich nicht stecken. Wir haben gerade Befehle bekommen, alles auf diesem Planeten zu töten. Euch eingeschlossen. Verabschiedet euch. Wow, ihr seid ja ziemlich auffällig. Ihr gehört wohl zu einer Bühnenshow. Ihr seid sehr talentierte Schauspieler. Fast hätten wir euch geglaubt. Ist das hier scheiß Ernst? Bühnenshow? Wovon zur Hölle redet ihr? Wen juckt's? Pusten wir ihre Köpfe weg. Oh nein, Hilfe! Wow! What? I don't think so. Bühnenshow. Ach ja, ja. Anscheinend gehören die Jungs von vorhin auch zu der Show dazu. Du hast wohl recht. Viel Glück, Jungs. Legt euch ins Zeug. Dass die überhaupt noch überlebt haben. Okay. Gut. Wie gesagt, die haben einfach viel Glück. Ich merke das schon. Das war irgendwie scheiße. Fantastisch. Was für eine tolle Show. Ich bin so froh, dass wir nach Namek gekommen sind, um so wunderbar unterhalten zu... was? Sind und so wunderbar unterhalten wurden, meine Güte. Es ist aber keine Show. Son Gohan, es hat keinen Zweck. Wenn sie es bis jetzt nicht kapiert haben, werden sie es auch nicht mehr tun. Ach, übrigens, habt ihr den Mariestein gefunden? Ja, das ist der, oder? Ja, das ist er. Ihr habt ihn gefunden. Er sieht genauso wie in der Enzyklopädie aus. Wie schön. Ein Glück, dass ihr ihn gefunden habt. Ihr zwei verschwindet jetzt von Namek, ja? Ja, wir reisen ab, wie versprochen. Oh, was für eine Erleichterung. Ursprünglich wollten wir 2 Nächte hier bleiben, aber wir verkürzen es auf 1 Nacht, auch wenn es schade ist. Was? Wir sollten mindestens 1 Nacht bleiben. Schließlich haben wir an nur einem Tag den Marienstein gefunden und eine tolle Show gesehen. Gib mir den Stein wieder, ihr lügt gerade hier. Wer weiß, was uns morgen noch alles erwartet. In der Tat. Ich bitte, bestellt den Schauspielern von vorhin Grüße von uns. Sie haben gute Arbeit geleistet. Ich gebe es auf. Die zwei sind irre. Gut. Ich hoffe, die verrecken. Strafe muss sein. Ist ja nicht zum Aushalten, Mädchen. Ja. Facepalm. Sind sie nicht klasse? Die sind so entzückend, ich kann kotzen. Aber Hauptsache, Shenlong-Puppe zum Knuddeln. Ja. Wenigstens etwas. Hang in there, Gohan. It's not much longer till we reach Guru. Right. I did it!
die alle kaputt machen. Look really strong. Go on. There it is. It's on top of that tall mountain. See it? Take you down. Ein bisschen blind. Juhu! So, haben wir jetzt alle zerstört? Oder ist hier noch ein Raumschiff? Bam, bam, bam. Sieht gut aus. Dann kann ich ja jetzt zur Hauptmission weiter, ne? Ja, Gohan. Wie oft sagt er das noch? Ja, genau, okay, genau. Ich hab's fast geschafft. Nur fast. Ja, ich bin gerade ersoffen. Hallo Sorgos, guten Abend, Irse, wie war euer Montag? Meiner bestimmt aus ca. 5 Notaufnahmen warten, wegen geprellten Rippen, Brustbein und das auch noch, weil es ein Arbeitsunfall war und mein Hausarzt das nicht behandeln darf. Uff, geil, klassischer Montag. Ach du Scheiße, Sorgos. Ich wünsche eine gute Besserung, das ging nicht so super. Eieiei. Knapp daneben ist auch vorbei. Das Wiederholen von Dingen in dem Game ist schon etwas übertrieben, weil wenigstens so 4 bis 5 verschiedene Sätze kommen würden. Die sich abwechseln. Ja, mich nervt dieser Satz langsam auch ganz schön. Ja, ja, Vapor, genau. It's Vegeta! Gohan, I'm gonna buy us some time. You hurry on to Guru's. Okay. Do you have a death wish, runt? Hand over that Dragon Ball with the 4 stars on it right now or face the consequences. What are you talking about? If you won't talk, I'll just have to make you. I heard you can unlock latent power.
Indeed. Unlatent power is something you have in great abundance. However, I sense you also bear some resistance towards it. A full awakening will require some effort. Real sorry, but we're kind of in a hurry. Worry not. I need only time for a few questions. Then I will tap into the power buried deep within you. Now, calm your mind and answer. Okay. My boy, what do you think of great power? Ist absolut notwendig, sie jagt mir Angst ein. Sie regt mich an. No. Now then, my... Er hat Angst, ne? Yes, to you, power can be, but that is not all. I sense you feel its full potential as well. Let us move on. Tell me, when should power be used? Correct. Power must be utilized only when necessary. The final question. Upon gaining power, for what purpose will you fight? Das Böse auszulöschen, um Frieza zu besiegen, um alle wieder zum Leben zu erwecken. Eigentlich eher das hier, aber ich würde doch zu dem tendieren. Yes. Think only of this. Okay. Now, I shall begin. What the? There's someone in there. That's where you've hidden the ball, isn't it? No! Wait, Vegeta! Don't! Get lost. There's no way I'm letting you inside. Do you want to die that badly? A huge power level is inside. Wir haben so Palettenwegen, da sind gar keine Platten, sondern nur ein Karton drauf und ich will mich abstützen und breche durch den Karton durch und knall mit den Brustbeinen auf den Metallrahmen vor dem Wagen. Ah! Ew, das muss ja echt schön wehgetan haben. That must be Kakarot! So he is here after all! What the hell? It's you! How did you increase your power so much? Oh, Demne, I have a favor to ask of you, my child. Please let the others know there is a large unknown power source approaching the planet. What? Everyone! Grand Elder Guru says something is approaching the planet! Hey, it's gotta be Goku! Goku's finally here! What? You really think so? It feels like there's more than one. More than one? Wait! That means one, two, three, four, five. Wow, Sorgos. Wow. Energy! Damn it, it has to be the Ginyu Force! I can't believe Frieza actually called the Ginyu Force! You! Give me the Dragon Ball right now! Are you insane? There's no way we're gonna give it to you! Just do it! I won't lay a finger on you once I'm immortal! You have my word! You think we're falling for that? Don't you get it? Each member of the Ginyu Force is just as strong as me! Maybe even stronger! And there are five of them! They'll hunt us down with their advanced scouters and kill every single one of us! There's only one way to beat them, and that's to give me the ball so I can wish for immortality! The Saiyan may be speaking the truth. There are indeed five evil power sources on their way. But if we do this, then we came all the way out here for nothing! The Dragon Balls grant the user three wishes. You can still have your wish granted. Three? I thought we only got one wish! If I don't get my wish, then kiss your asses goodbye! Mods, habt ihr schon im Mod-Channel geguckt? Anscheinend nicht. Aber irgendwie tut gerade das hier weh.
Beim linken haben die keine gebraucht. Okay, fine. Follow us. But you had better keep your promise. This is crazy. Fly as fast as you can. Nur damit Shake in den Chat stellt. Wo bleibt der VIP-Raum? Den gibt's nicht. Der kommt doch nicht. Die Vollidioten! Entschuldigung, ich kann die nicht leiden, ey. So. I've been expecting you. Thank you, sir. Lord Frieza. We humbly await to carry out your orders. Die haben die Raposa. The traitorous Vegeta has stolen the Dragon Balls I've gone to great lengths to obtain. Bin mir vor, so schnell wie das Licht. Ach nee, falsch. Make him suffer for his crime and then bring him to me alive. Consider it done. Ich bräuchte echt einen ganz langen Ruhe. Das wäre jetzt praktischer. Scouters have already locked on. We have eine Tasse. Location. Lord Frieza, here's that scary Yoda. Thank you. Now, time for our mission. Shake, shake, shake. Men, are you ready for this? To battle! Ein Trink, Trink, Trink. Ja. Bulma, no time to talk. We're taking the Dragon Ball. Der Krug, der steht da, nee, da, auf, hinterm Bildschirm. What? What's going on? Was that Vegeta just now? Danach hast du dann kein Sitzen, sondern Brain Freeze. Oh, das ist so ekelhaft, dieser Schmerz. Gohan, were you able to get Guru to unlock any of your latent power? Yeah. Your tiny power increase isn't going to be enough to take Ginyu and his men on. Hurry, you fools! Oh, sehr ruhig. Wir haben noch Zeit. Alles in Ordnung. Ich mag das irgendwie, nur die Kopfschmerzen danach sind kacke. Oh, ich mag das überhaupt nicht. Bei diesem Schmerz könnte ich immer irgendjemanden verprügeln. Aber leider ist dann keiner da, den ich verprügeln kann. So ein Bruder, verprügel den einfach. Ja. Wo ist Christian eigentlich? Ich wollte seine Reaktion zu diesem Typen wissen. Keine Ahnung, wo der schon wieder ist. Das musst du mich nicht fragen. Schläft wahrscheinlich wieder. Üppige Sesamklöße. Ja, ja. Oh Gott. Nein, ich denke gerade nichts Falsches.
Das ist voll... Nein. Nein, ich denke nichts Falsches. Ja, ich bin voll lieb und so, ja? Also, unglaublich. Denkst du an Ersa? Das stimmt sogar. Ohne Witz, ich dachte immer, ich bin schlimm bei sowas, aber das ist tausendmal schlimmer. Was? Das ist gar nicht wahr. So. Jetzt noch bei ihm? Doch, das sind Tatsachen. Nee. Ihr habt keine Beweise. Warum kann ich jetzt bei ihm nichts verbessern? Was soll das? Ich wollte schon schreiben an Ersas üppige Sesamklöße. Das klingt einfach... Was? Oh nein, ich habe Bilder im Kopf. Die will ich nicht. Och Mann. Hier, üppige Sesamklöße. Süße und äußerst leckere Sesamklöße. Großartig als Nachtisch geeignet. Scheiße. Ach Mann, oh. Allerdings so reichhaltig, dass die Gefahr eines Fresskomas nicht zu vernachlässigen ist. Okay. Toll, jetzt habt ihr mir das versaut. Oder so. Ach Mann. Megamasse. Ach ja, wir müssen ja weiter. Oh nein, wir werden nicht sterben. Oh Gott, schnell. Oh je. Willst du was denken? Dass jetzt gerade ganz schlimme Gegner kommen und wir müssen die jetzt bekämpfen und so. Du bist nicht du, wenn du nicht Megamasse hast. Oh nein. Vielleicht ist einfach die vierte Perverse. Ich bin die Königin der Perversen. Ich habe die allererst pervers gemacht. Ne? Warte, du bist Beweise, Folge 1 Star Wars. Wüste. Und ich wette, wenn ich jetzt echt danach suche, bin ich noch mehr. Oder ich warte einfach ein paar Minuten, kommt bestimmt wieder sowas. Und ja, ich gehe echt weit zurück in der Zeit. Ja. Im Grunde werden dir alle, die hier schon länger sind, direkt sagen, dass das so stimmt. Bürste wo? Für mich ist das nur eine Fortbildung. How did he? Jetzt hat er voll die dicken Eier. Bälle. Scheiße, das macht's auch nicht besser. Er hat die Dragon Balls. Oh nein! Danke, Sven. Toll! Hat's nicht gesagt. Doch, guck mal! All that's left is to finish you guys off. Hey, not so fast, Captain. You got to have all the fun last time. Yeah, that's right. Gut gemacht. Die Dragon Balls machen es auch nicht besser. Doch. Die gleich hier. Warum denn? Ich tue doch gar nichts. Die Lage der Bälle macht nicht besser. Siehst du? Andet versteht mich. Ist genau auf seine...
Aren't I a great captain? Yeah, you're the best! In the meantime, I'll deliver the Dragon Balls to Lord Frieza. Hat das einer geklippt? Nein, bitte nicht. Bitte nein. 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 Toll, jetzt schweben seine Eier über ihn. Na klar, ich bete doch. Hallo, Ritter. This isn't fair. I'm gonna be done with this in no time. All right, here goes nothing.